Also was mich noch interessieren würde, wäre, Herr Lendl meinte ja, der Krieg war quasi auch bei Ihnen im Wohnzimmer. Gab es denn für ein oder mehrere Figuren auch ein direktes, reales Vorbild? Ja, ich würde, glaube ich, eher sagen, dass ich da viele verschiedene Figuren und Geschichten, was heißt Figuren, Menschen, die ich kenne oder Geschichten, die ich erzählt bekommen habe, in eine große verdichtet haben. Also jetzt eins zu eins gibt es keine Übertragungen aus der Realität in diesen Roman hinein, sondern eher so fiktive Weiterführungen. Okay, dann noch eine Frage eher zum Literaturbetrieb selber. Sie und Herr Lendle sind ja selber im Literaturbetrieb schon länger drin. Sie als Lektor, Sie glaube ich auch, und Sie haben auch schon veröffentlicht. Jetzt haben Sie als erstes mal ein Buch verlegt und Sie als erstes mal eins veröffentlicht. Sie hatten ja sicher vorher auch Vorstellungen davon, wie sowas abläuft. Haben sich die bestätigt? Gab es irgendwelche großen Überraschungen, wo Sie vorher nie darauf gekommen wären, dass es das so läuft? Also ich kannte die Abläufe aus meiner Arbeit als Lektor schon. Sie jetzt aber im Einzelnen so als Autor zu erleben, hat die einzelnen Schritte doch nochmal anders emotional aufgeladen. Also sei es jetzt die Fahnen zu sehen oder die ersten Umschlagentwürfe. Ja, das war ein merkwürdiges Gefühl manchmal. Man muss sich dann, oder ich musste mich so ein bisschen daran gewöhnen. Aber jetzt bin ich eigentlich mit allem sehr zufrieden und sehr glücklich. Ist doch wunderbar. Zum Abschluss noch, haben Sie vor, weiterhin zu schreiben? Haben Sie schon was geplant? Oder war das jetzt erstmal nur ein Ausflug in die ins Schreiben? Nein, ein Ausflug war das nicht. Aber ich habe jetzt auch noch konkret kein neues Projekt. Ich schreibe einfach und denke, dass es irgendwann auch in einen zweiten Roman münden wird, dieses Schreiben. Ja, den lesen Sie dann hoffentlich wieder zuerst bei uns. Danke.